Interessant. Die Eiche verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Jetzt noch das Band darum, dann kann die Fee nichts mehr verschütten. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Yorka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte! Schau, Geron, ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm, bei mir und Gwendling bist du sicher. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwendling? Gwendling, bleib hier! Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf... Sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blut. Zinnen am Roten See.
Er ist im Orkland? Es ist alles... alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwynling? Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein, 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 nein! Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da! Da ist die Hexe! Schaut ihr nicht in die Augen! Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Oh nein, Nuri! Sie werden die Fee verbrennen. Als hätte ich nicht schon genug am Hals. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Das schneidet nichts mehr. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Sie haben ihm die Augen ausgerissen. Wie soll er nun den Weg in Firons Jagdgründe finden? Jendrichs Vater hat das für mich geschmiedet, als Jendrich und ich noch befreundet waren. Jendrichs Vater als Jendrich... Eine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder? Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet.
Warum wollen Sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Ich brauche etwas, um ihn loszuschlagen. Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass... Kannst du richtig zaubern, Nuri? Und kaputte Dinge wieder heil machen? Meist schon. Heil machen ist ganz leicht. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Mit Steinen. Hier lang! Nuri, komm jetzt! Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte vertrau mir und komm endlich. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die 6. Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe. Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wendling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm, ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer Junge. Er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Oh, wird das schön. Geron, warte!
Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind.